bin ich vielleicht doch zu waghalsig in die Fasonenminen eingedrungen. Leute, willkommen zurück zu Metroid Prime Remastered. Ich würde gerne gucken, ob ich hier nicht ein bisschen mich heilen kann an diesen Dingern. Weil die droppen mir hoffentlich, die kommen ja glaube ich auch mal wieder neu raus. Dass ich vielleicht ein bisschen, ja, die kommen immer wieder neu raus. Das ist richtig cool. Leute, ich heile mich mal hier ein bisschen, ja. Das ist glaube ich echt wichtig. Dafür müssen wir aber auch nahe noch dran sein. Oh Mann, der fällt mir auch ein bisschen näher. Oh, okay. Achtung, sagt's. Okay, ich kann noch ein bisschen gucken. Gut. Oh, schön. Ja, dann so, ich weiß nicht, was noch kommt, Leute. Das kann jetzt ein bisschen kritisch sonst werden. Deswegen ist es ganz gut, dass ich hier so ein bisschen, mal gucken kann. Die komische Entlüftung, ey. Wo soll denn das sein? Boom. Komm her. Komm. Ich muss aber echt immer die machen, die hier so schön nah dran sind. Sonst. Wupp. So, komm, vielleicht noch immer einen Kasten noch voll machen. Wartet mal. So. Komm, komm, schön stellen. Ah, sind aber bloß 10 Einheiten. Das ist natürlich richtig ätzend. Aber trotzdem, ich fühle mich denn viel wohler. Viel, viel wohler. Danke. Das ist ein bisschen ätzend, ne? Auch nicht mehr so zeitmäßig gewesen. Aber ich, vielleicht ist da wirklich einfach zum Speichern. Weil wir dürfen immer sicher gehen. So, gleich haben wir ihn. Einen Kasten voll. Und. Flupp, okay. Zwar gerade so, aber was soll's. Guti. Dann erstmal nochmal scannen. Okay, ist nichts Wichtiges, aber Metroids der ersten Versuchsreihe sind zu Jägertieren herangereift. Beim Jäger-Metroid ist besonders auf seine Tentakel zu achten. Sie befähigen ihn zu einem Angriff aus der Entfernung. Dieses Verhaltensmuster sieht im Gegensatz zu ausgeprägten Nahkampfverhalten der Juvenilen-Metroids. Was? Rejuvenated? Hä? Stark gestiegene Gewaltbereitschaft bei den jüngsten Elite-Pirateinheiten. Fasonanteil in der Nahrung wird um 0,007% gemäß der Anordnung des wissenschaftlichen Teams reduziert. Wir werden einfach zu greedy. Metroid-Aktivitäten in den normal temperierten Bereichen nehmen zu. Oh nein. Also ich habe ja schon gesehen, da unten ist richtig Action. Mit den Fasonen, mit den gelben Piraten. Oder da ist noch ein Elite-Pirat da unten. Ich höre noch die Mucke, Leute. Ich höre noch Mucke. Ja, okay, na komm her, du Springer. Komm her. Wow. Wenn ich Raketen habe, werden die auch benutzt, ne? So, vom Elite-Pirat muss ich nur keine Angst mehr haben. Boah! So, das war cool. Oh, hier sind auch noch ganz viele Skins. War das immer noch nicht alles? Doch. Okay, Ruhe. Ruhe ist. So, Metroids zeigen keine Reaktion auf synthetische Ernährungsmethoden. Dies veranlasst uns zu der Annahme, dass sie ausschließlich eine Ernährung durch lebende Organismen akzeptieren. Aber das andere kommt dir nicht auf den Tisch, ne? Jegliche Benutzung des magnetisierenden Systems bedarf der Zustimmung des Sicherheitskommandos. Niemand macht hier irgendwas aus Spürges, ist das klar? So, da haben wir wieder so eine Bendeziehung. Wir brauchen die Powerbomben, ne? Wo sind die? Durchbrüche von Sicherheitsgrenzen in mehreren Bereichen. Weiterhin findet eine nicht genehmigte Entnahme von Gütern statt. Verhaltensmuster lassen vermuten, dass der Jäger hinter diesen Diebstahlen steckt. Alle Lagerberichte sind ab sofort mit höchster Aufmerksamkeit zu überwachen. Oh nein, Mann, wir werden wieder viel Stress kriegen. Aufklärungseinheiten sind auf der Suche nach dem Schiff des Jägers. Annahmen des Wissenschaftsteams zufolge verfügt es über eine hochentwickelte Tarnvorrichtung, die sich mit unserem Wissensstand nicht aufdecken lässt. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit werden wir seine Position nicht bestimmen können. Wir haben Aran festzusetzen oder auszuschalten. Ein Versagen bei der Umsetzung des Kommandos, des vom Kommando verlassenen Dekrets, ist durch nichts zu entschuldigen. Ja, geil, die suchen unser Schiff. Kann man das echt nicht sehen? Also wir sehen das ja, aber vielleicht sehen die das wirklich nicht. Oder die können es halt nicht orten. Aber an sich waren ja neben der Fregatte, waren ja so eine Flugpiraten. Eigentlich müssten die nicht lange gucken. Bereich der Shoso-Ruin wird bis auf Widerruf abgeriegelt. Okay. So, das war hier alles soweit schön. Hier könnte ich dann runter und wieder hoch. Ah, ist ja eh zu. Was ist denn hier? Hier ist ja dicht. Warum? Uff, okay, Musik von. Und sind da zwei Piraten? Oh Gott. Hier ist ja auch einer. Okay, warte, erstmal hier. Tut, Kraftfeld außer Betrieb. Hier sind drei Elite-Piraten. Kyborianischer Behälter beschädigt. Umgehende Wartung erforderlich. Okay, will ich da jetzt echt. Will ich da jetzt hin? Ich weiß doch nicht, ob ich da hin will. Erstmal gucken, ob hier in den Kisten vielleicht ein bisschen was heilungsmäßig ist. Warte mal, fand ich, dass das explodierende Kisten sind. Bum, 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 bum. Raketen nehme ich auch mit. So. Ach, Herr Jemine. Leute, das ist doch alles nicht mehr wahr.
Ich muss jetzt anscheinend wirklich da runter, ja. Aber ich mach's mal ins Schild. So, hoffentlich bricht nur einer aus. An sich haben wir gesehen, wir haben so viele Raketen, ey. Die ballern wir einfach Super Missiles rein, dann sind die down. Okay, guck mal, der hängt ja ein Schief hier, der Kollege. Warum das denn? Verfügbare Truppen umgehend beim Sicherheitskommando der Mine melden. Oh, sind alle jetzt abgehauen? Das wäre schön. So, okay, dann scannen wir erstmal noch das Ding hier in der Mitte, ganz wichtig. Alter, noch ein Eintrag in die Piratendaten, ey. Haben wir jetzt nicht schon alle? Die außergewöhnliche Empfänglichkeit für Phasonen von Elite-Pirat Epsilon hat unserem Forschungsteam es ermöglicht, mit den Infusionen weit über den üblichen Sicherheitsgrenzen hinauszugehen. Die Resultate sind ausgesprochen geil. Die schädige Phasonzufuhr hat zu einer exponentiellen Zunahme seiner Körpermasse geführt. Dennoch hat er seine geistigen Fähigkeiten bewahrt und zeigt ausgezeichnete Fähigkeiten im Umgang mit dem gesamten Elite-Waffenarsenal. Dazu gehören unter anderem Plasma-Flammenwerfer sowie der Chamäleon-Mantel, der zu Tarnzwecken dient. Elite-Pirat Epsilon zeigt Selbstheilungskräfte, die an ein Wunder grenzen. Bei einer Verletzung sucht er Phasonablagerung und umschließt sich mit der Substanz. Der Heilungsprozess der Wunden beginnt daraufhin. Umgehend. Das Objekt, das wir aufgrund dieser Entwicklung Omega-Pirat nennen, hat das Potenzial, zur neuen Standardeinheit unserer Truppen zu werden. Lediglich die große Abhängigkeit von Phason erregt momentan noch Besorgnis. Es gibt einen Omega-Elite-Pirat! Aber was die uns auch entgegenwerfen, wir werden sie alle umbringen. Unsere Feinde werden von der Allmacht unserer Elitetruppen erzittern. Ein kleiner Motivationsspruch hier am Rande, klar. Nahrungsabgabe an Talon Metroids ist strengstens untersagt. Vernichtet den Jäger. Vernichtet all jene, die sich uns in den Weg stellen. Ja, versuch's doch. So, die Testergebnisse der Kampfsimulation Samus Aran sind vielversprechend. Kampfsimulation? Geil. Die Elite-Einheiten berichten von einer 47%igen Erfolgsquote gegen das Aran-Testprogramm. Das oberste Kommando ist zwar zufrieden, geht aber von einer deutlichen Steigerung der Quote bis zum Ende des Projekts aus. Ey, was die alle machen, finde ich interessant. Bombenpatrouillen in den zugewiesenen Gebieten verstärken. Alle Lufteinheiten unverzüglich zusammenziehen. Ab sofort gilt Flugformation Sigma 4. So, der hier irgendwie, Identifikationscode, Reihe 1, Testbezeichnung, Elite-Pirat. Ja, nicht rauskommen, ne? Nicht rauskommen. Die stehen ja einfach so alle rum. So, Reihe 1, Testbezeichnung, Elite-Pirat, ja. Okay. So, dann war das andere Ding, von der anderen Seite das Kraftfeld öffnen. Gut, ich gehe weiter. Tschum! In den Abgrund. Ach du meine Güte, ey. Das ist doch hier alles, was haben wir hier noch? Ein nahegelegener Energiefluss hat eine Störung an dieser Tafel verursacht. Kann ich gar nicht spüren. Ja, da ist ja auch so einer drin. Mann! Kyrobionischer Tiefschlafbehälter, Modell sowieso. Oh, ups. Modell sowieso. Modell wurde zur Lagerung von Elite-Piraten umgerüstet. Oh, eingehende Scandaten, Leute. Jetzt wird's wieder wichtig. Elektromagnetische Signatur geortet. Okay. Denkt ihr vor! Okay. Das wird jetzt, glaube ich, sogar. Das kann, glaube ich, sogar ein bisschen übel jetzt werden. Wir schauen mal, wir gucken mal. Lass uns nicht entmutigen. Hier irgendwas noch drin. Ich würde halt nur gerne speichern können. Aber ich weiß. Ich glaube, hier konnte ich sogar speichern. Aber, Oh shit, guck mal. Unsichtbare Drohnen. Ich scanne erstmal ein bisschen, ja? Gut, Energiebedarf hat die kritische Leistungsgrenze des Dynamos überschritten. Obwohl die Umstellung auf Erdwärmenutzung die Anforderungen an unserem System entlasten, kommt es permanent zu Engpässen bei der Versorgung der Minen und der Sicherheitssysteme. Ein weiterer Betrieb auf diesem kritischen Niveau könnte zum Zusammenbruch des gesamten Systems führen. Bitte nicht, ey. So, Dynamo-Wartungsarbeiten antwortet nicht auf Anfrage. Antrag wird an das zentrale Kommando weitergeleitet. So, die haben jetzt irgendwie hier so eine. So eine Feature, die würde ich gerne scannen, ne? Was haben wir da? Störung innerhalb des Systems festgestellt. Die Einheit muss umgehend vom Netz getrennt werden. Okay, aber was ist denn hier los? Oh nein, oh, die Türen sind zu. Mist. Okay, die Türen sind zu, das ist gar nicht gut. Ich hoffe, ich überlebe das noch. Ich schummel mich mal hier ein bisschen vorbei, ja? Aber, was das bringen soll, weiß ich jetzt nicht so wirklich. Komponenten komme ich ja auch gar nicht mehr vorbei, ey. Nee, das ist ja einfach nur eine Tür. Und ich glaube, das ist auch wirklich. Das ist auch, glaube ich, wirklich was zum Speichern. Oder da irgendwie was, da war ich. Ich müsste hier die Powerbomben bekommen. Oh shit.
Oh, Schichtpersonal wurde ausgewechselt, nachdem wegen Personenwahnsinn Unruhen auftraten. Einige Einheiten wurden einer wissenschaftlichen Teamzugverwendung für Laborschulen und für das Elite-Piratenprogramm zugewiesen. Ihre Demenz dürfte sich zu diesen idealen Ausbildungsgegnern für das Elite-Team machen. So, okay. Verdammt, ey, was ist das denn jetzt für ein Ding? Wie sagt man, was man gegen den macht? Den Ding, weil der ist unsichtbar. Oh, verdammt, Störung innerhalb des... Verdammt, was war das nochmal für ein Gegner hier? Ich kann den halt nicht erwischen, ne? Warte mal, kann ich da nicht irgendwie so, ja... Der wollte irgendwie... Ich mach mal den Wavebuster. Mann, ich würde ihn ja nicht scannen. Ich glaube, das ist ja so ein Vieh, was ich nicht... Was man nicht für immer haben kann. Oh, weia, ey. Das ist jetzt natürlich richtig ätzend, ey. Der macht mich fertig. Verdammter Mist. Ich hab jetzt nichts... Was soll ich denn... Warte mal, wie macht man den nochmal down? Da muss ich echt nochmal überlegen. Der war ja auch so ein ganz komischer, krasser Typ, ey. Wie macht man denn das nochmal? Probier mal mit den... Oh, oh. Leute, das weiß ich aber nicht. Den kann man aber später nochmal scannen, oder? Weil ich hab den ja sehr nicht gesehen. Also der Wavebuster hat kurz einen Prozess gemacht. Aber war das so eine normale Drohne? Oh weia, ey. Das Halten von Haustüren ist bis auf Weiteres untersagt. Domestizierte Kreaturen haben sich äußerst anfällig gegenüber personenbedingten Wahnsinn gezeigt und stellen somit eine Gefahr für unser Personal dar. Alle Gronkats und Dollpups sind umgehend zu entsorgen. Eine Widersetzung gegen diese Anordnung zieht das Einbehalten eines Zyklusgehaltes und eine Rationskürzung nach sich. Mann, das bin ich echt ein bisschen... Oh, ich konnte den halt gerade überhaupt nicht scannen, ne? Oh, guck mal, das haben wir hier unten. Hier unten haben wir die... Powerbombe! Sehr schön, bei aktivierten Morphball R drücken, um eine Powerbombe zu legen. Ja, das ist natürlich aber... Warte mal, ich glaube, ich kann doch hier... Ich kann doch gar nicht rein? Sperrmechanismus. Verdammt. Ich bin so low on energy, obwohl es geht noch, es geht noch. So, jetzt kann ich hier erstmal rein, ja? Muss aber natürlich wieder sehr aufpassen. Warte, muss ich mir jetzt Sorgen machen? Ich glaube, so ein Roboter? Ich glaube, der kommt durchaus noch öfter vor. Oder ist das der einzige Drohne gewesen? Ey, verdammt, ey, wenn ich jetzt den Scanner durch verkackt habe, ne, bin ich richtig sauer. Ich konnte den aber nicht scannen, der war halt unsichtbar. Das ist hier Wasser. Oh, nee. Achso, warte, da muss ich ja, glaube ich. Einfach eine Bombe gelegt und schon alles zerslasht. Okay. Ja, Wasser und Bomben, Alter, da kann man richtig schön hier alles wegballern. So, jetzt wie schnell der down ging mit dem Wavebuster oder einfach Energie weg. Nee. Oder man, ey, warum mach ich mir so eine Sorgen? Ich würde irgendwie. Aua. Ich würde den halt schon irgendwie gerne gescannt, aber ich konnte den halt nicht scannen. Oder kam mir nicht einfach gleich noch mehr von den Viechern? Auf dem Rückweg und so? Oder war das einfach ein normaler Roboter? Geil. Okay. So, das war schon mal das. Die Powerbomben sind jetzt unser... So geil. Im Morphball-Modus R drücken, um eine Powerbombe zu legen. Mit Powerbomben lassen sich stabilere Materialien zerstören als mit der gewöhnlichen Morphball-Bombe. Okay. Es wurde ein neues Extras-Hauptmenü freigeschaltet. Jetzt bin ich erstmal... Oh, 3 Stück haben wir. Jetzt muss ich erstmal endlich mal speichern. Ich habe irgendwie echt das Gefühl, ich würde ja mal jetzt kurz in meiner Datenbank gucken. Weil wir haben ja echt super viel bei den Typisierungen. Nicht, dass wir jetzt irgendwie, weil wir haben ja so eine komischen... Ey, wir haben schon richtig viel, ey. Nicht, dass wir jetzt irgendwie hier gepanzerter Okumulus, Schwarm, Verbrennungsdrohne. Und da sieht man irgendwie so ein... Weil ich glaube, es gibt nur diese Aqua-Dinger und halt diese unsichtbaren Impulsbomber da. Oder nee, also diese komischen Dinger da. Nicht, dass wir jetzt irgendwie hier genau die Wachdrohne. Nee, genau die. Die haben wir ja. Und dann halt irgendwie noch so eine Aqua-Drohne. So, nicht, dass das jetzt irgendwie so was anderes gerade war. Unsichtbare Drohne.
Ich weiß es halt nicht. Alter, wie viel? Wir haben ja schon richtig viel, ey, die ganzen Sachen, ey, da kommt noch so viel. Aber wir haben schon 90 Scans! 90 Datenbank-Scans? Das ist ja krass. Und ich konnte ihn halt echt überhaupt nicht scannen gerade. Deswegen, oh Mann, ich hoffe, ich kann speichern. Ich hoffe halt auch einfach, dass der nochmal kommt. Irgendwie so, das war, ich glaube, das war... War das jetzt irgendwie so ein besonderer Roboter? Das wäre richtig gemein. Aber ich kann es jetzt nicht überprüfen, ey. Das ist ja so ätzend, Mann. Das ist ja so eine Ungewissheit. Also bis zum nächsten Mal werde ich es nochmal gucken. Und ich glaube, wenn, denn die kommen später nochmal. Aber das wirkt jetzt schon so wie so ein Boss, ne? Aber irgendwie auch wie so eine normale Drohne. Die normalen Wachdrohnen, die waren ja auch... Okay, die waren halt nicht unsichtbar. Ne, aber... Wenn ich jetzt mal kurz gucke, ich gucke mal jetzt schnell hier so Wachdrohne, ja, Weltraumpirat. Dann haben wir hier diese Aquadrohne. Und wenn ich jetzt hier so gucke, guck mal, Powerbeam, Wavebeam, Icebeam. Hier weiß ich noch, was noch hinkommt. Dann kommt Elite-Pirat. Hier weiß ich auch, was hinkommt. Hier weiß ich auch noch, was hier hinkommt. Ich glaube, das sind keine Bosse, oder? Obwohl nicht, das... Ich glaube, das war nichts zum Scannen. Und ich verlasse mich einfach mal drauf. Eieiei, deswegen will ich jetzt mal speichern. Oh. So, wenn sie wohl nicht speichern, sind sie sicher. Yo. Alles klar, abgesaved. So. Vielleicht kann ich auch mal die Räume verlassen. Vielleicht kommt die ja nochmal. Bis dass man die irgendwie... Aber irgendwie war mir halt wirklich so, dass hier eigentlich noch mehr kommen. So, ich scanne nochmal kurz die Umgebung und die Rechner. So, Powerbombe, das ist geil. Und dann kommen wir jetzt auf den ganzen Rückweg, holen wir uns noch was anderes wieder. So. Let's go. Alter, je. Ah. Verdammt nicht. Aber ich würde aber eigentlich... Warte mal, kann ich nicht ausschalten hier? Ist nicht ein Scanner zum Ausschalten? Ja, aber nicht anscheinend nicht hier. Aua. Versagen des Kryobehälters. Lebensform zeigt keine Vitalfunktion. Sie hat gelitten. Alter, ich glaube, die sollte ich eigentlich ausschalten. Ne? Da hinten ist wirklich auch ein Scanner zum Ausmachen. Aber egal. Boom. Boom. Tschung. Boom. Tschung. Alter, wow, wow, wow. So. Jetzt hier wären es doof. Hätte ich aber durchrennen müssen. Ja, okay. Analysebereich. Oh. So, Leute. Oh, was haben wir hier? Ich glaube, wir holen noch schnell hier so ein bisschen Goodies. Ja, dann mache ich auch gleich den Part beenden. Ich muss dann echt noch mal kurz gucken, ob dieses Drohending wichtig war. Weil ihr konntet halt nicht scannen. Njung. Also, ach so, ist was... Oh. Ist gar kein Itemweg. Ist einfach bloß so. Na, klasse. Hups. Okay. So, warte mal, ich verlasse mal den Raum. Ich, ups. Schut. Na, wenn ich jetzt noch mal einen Raum verlasse... So. Nicht geil, Leute, nicht geil. Habt ihr gesehen, das sind Metroids, richtig viele. Aber nee, ich wollte jetzt echt mal den Part heute beenden. So, ich habe jetzt zwei Räume verlassen und dann müssen ja, wenn, dann wieder respawnen. Ich guck mal, Leute. So. Ach, Mann, werdet ärgerlich. Oh, Alter, richtig viel jetzt hier. Okay, es sind nur ganz viele Eispiraten. Toll. Also die Wachtrunde da spawnt nicht wieder. So, ich will ja eh bloß speichern. Ich will speichern. So. Erfolgreich, ich bin froh. Endlich mal wieder raus hier, so. Dann hilft uns beim nächsten Mal nichts weiter als die Flucht wieder nach oben. Also ein paar Räume kommen noch, ne? Wir werden auch bestimmt noch ein paar Sachen entdecken. Aber an sich geht es jetzt wieder raus, Leute, mit der Powerbombe. Wieder zu diesem Schienenfahrstuhl. So, es ist gespeichert. Ich hoffe wirklich, ich habe jetzt nicht irgendwie einen Scan versaut, aber ich konnte die halt nicht scannen, die war unsichtbar. Ich glaube, dem war auch nicht so. Das wird eine normale Wachtdrohne gewesen sein, die irgendwie Malfunction war. Und, hoffen einfach mal das Beste. Wenn nicht, seht ihr ja beim nächsten Part, wenn ich dann weinend wieder einschalte. Ciao, ciao!